Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charu. Mit LP dran und wir fahren fort mit Let's Play Gravity Rush 2. Falls ich mich ein bisschen, sag mal, verschlafen oder müde oder so anhöre, es ist früh morgens, Freitag, der 29. September, doch, wir sind auch im September. Und ich musste etwas früher aufstehen, damit ich aufnehmen kann, damit ihr heute auch eine Episode habt. Weil, was ist Zeit? So, gefallener Engel. Ich habe alle Bilder von Carly Angel verbrannt. Ihre rein weißen Schwingen, ich habe an sie geglaubt. Aber sie sind mit Blut befleckt. Und ich habe diese Verbrecherin für einen Engel gehalten. Mein Vertrauen in die Menschheit ist zerstört. Also nur weil eine Person böse und schlecht ist, heißt das... Hübsche Frau. Heißt das nicht, dass alle Personen böse und schlecht sind? So. Ich würde eigentlich gerne zu einem Gulli hin. Da ist ein Gulli. Cool. Denn in Pleasure. Wir sind gerade in Pleasure. In Endestria. Bitte sei Endestria. Ja. Haben wir noch ein Gespräch zu führen und eine Sidequeste. Und ich würde mal sagen, das machen wir schnell. Ich nehme nur ein Schlückchen von meinem Tee. Ja, es ist keine Cola. Ich habe jetzt nicht unbedingt die Zeit, eine ganze Cola auszutrinken. Und es ist auch besser für meine Stimmbänder. So. Mit der ominösen Musik und dem ominösen grünen Nebel wollen wir jetzt mal gucken. Stürzt die Maschinen. Wo ist der Heini denn jetzt? So, heute Abend sollte ich dann für die nächste Woche aufnehmen. Sollte nicht funktionieren. Das Wochenende. Weil, ui, jetzt stürzt die Maschine. Ich habe gerade den Typen gestürzt. Ist okay. Hallo? Darf ich? Sehr gut. Dieser Kerl mit diesen runden Maschinen. Der Bürgermeister war. Der hatte das Angestelltendes geflohen. Man sollte diese Maschinen hier alle zerstören. Es kommt ja wohl immer auf die Menschen an, der die Maschine bedient. Ja, es ist auch so. Das ist auch so eine Sache. So, oh ja, PC ist... Sorge dafür, dass alle voll faul sind und nie wieder rausgehen. Das. Mann. Oh, da ist ein Gulli. Jetzt wirklich halt eine Sucht entwickelt hat, ja. Okay, aber. Nur weil ich jetzt einen PC habe, heißt es nicht, dass ich nicht jeden Tag rausgehe. Ich bin gerne draußen. Aber ich bin auch gerne vom PC und spiele. Oder quatsch mit Freunden. Oder beides. Haha, so. Wo soll ich jetzt hin, Karte? Geburt einer Legende 2. Ja, das machen wir. So, heute darf ich auch nicht überziehen und auch nur eine Episode aufnehmen. Weil, ach, das ist der Heini schon. Ist da was Fettes? Na, nicht wirklich. Der Heini schon wieder. So, draußen müssen die gerade den Rasen wehen. Das ist etwas ungut. Okay. Kätzchen, lange nicht gesehen. Küsschen hier, Küsschen da. Klar. Küsschen hier, Küsschen da. Aber viel wichtiger, warum hast du mir nicht gesagt, dass du eine Gravitationsschifterin bist? Oh, also ja, das bin ich. Ich habe die perfekte Rolle für jemanden mit deinen Talenten. Was denn für eine? Das ist hoffentlich nicht wieder ein Trick. Erinnerst du dich an Krankenschwester in Action? Tja, sie wollen dich für die Fortsetzung. Noch mehr Stunts sehen? Nein, danke. Stunt-Szenen, sei nicht albern. Wir reden hier von dir in der Hauptrolle. Ja, Hauptrolle? Im Ernst? Im Ernst, Baby. Würde ich dich hängen lassen? Ich brauche sofort eine Antwort. Die Uhr tickt. Ich mach's, wenn ich die Hauptrolle kriege, natürlich. Ah, sicher, sicher. Dann auf zum Drehort. Okay, ich ziehe mich nur schnell um. Hauptrolle, was er wohl diesmal mit Hauptrolle meint, Leute. Ach, das Outfit ist ganz hübsch, aber. Ja. Ah, der schweigende Typ wieder. Nein, das ist nicht ihr Ernst. Die kämpfen schon? Was ist hier los? Oje, oje, was geht denn hier vor sich? Obwohl wir eine Gravitationsschifterin für die Rolle haben, will der Regisseur keine Schwerkraftwechsel. Aber das wäre doch die Gelegenheit,
Was nützt sie uns, wenn wir ihre Gravitationskraft nicht nutzen? Moment, hat er mich gerade beleidigt? Aber sie ist doch nur für Stürze gut. Moment mal. Beruhigen wir uns alle wieder, ja? So, und jetzt die Mundwinkel wieder nach oben und Kameras ab. Ist schon schön. Wie Sie wollen. Kameras ab, jeder auf seinen Platz. Okay, Kätzchen, ich verlasse mich drauf, dass du das hier schaukelst. Oh, es wird ein langer Drehtag. Tja, so viel dazu. Na, ich muss aber... Ich muss doch rasch das Fenster zumachen, bin gleich wieder da. So. Gut. Sehr professionell, aber wer hätte gedacht, dass die auch mit einem Rasenmähen anfangen, wenn ich aufnehmen tue? Oder während ich aufnehme. Sollten wir jetzt hoffentlich nicht mehr hören. Okay, erste Szene. Die Heldin bahnt sich zwischen Explosionen hindurch einen Weg zur feindlichen Basis. Weiche den Explosionen aus und erledige jeden Gegner, den du auf dem Weg zum Ziel siehst. Verstanden? Alles klar. Kommen Sie, ein bisschen Schwerkraft-Action würde perfekt in diese Szene passen. Das macht alles 10-mal spannender. Die Leute werden begeistert sein. Ihre Entscheidung. Heißt das jetzt ja oder nein zur Schwerkraftmanipulation? Er sagt nein. Okay, konzentrier dich. Wie soll man sich bei diesem Machtkampfgetue konzentrieren? Krankenschwester in Action 2, Szene 1. Weiche den Explosionen aus und schalte Gegner auf deinem Weg zum Stil. Stil sicher aus. Ich glaube, Stil, gleiches Wort. So, Vorsicht vor den Explosionen. Bist du ein Gegner? Das ist kein Gegner. Das sind Statisten! Okay. Ah, auf dem Boden sieht man's. Ich nehme an, das sind dann die Gegner. Ich hätte was einen Statisten verprügelt. Whoops. Okay. Na komm. Ich nehme an, ich darf nur so viele Explosionen. Na komm. Komm her. Durchdingseln, wie ich Leben habe. Dass ich einmal getroffen wurde, ist jetzt eher suboptimal. So, nächster Kampf, vergess. Oh, das fängt ja noch sozial an. Ich will einen großen Schlusskampf sehen. Okay, das ist schon mal einer. Das ist der zweite. Okay, nicht noch, nicht von der Explosion treffen lassen. So. Genau, puncht euch gegenseitig. Das war cool. Und zack. Was das? Oh, sie freut sich so süß. Mau. Huh. Okay, die Szene war etwas eintönig, aber hey, wenn es der Regisseur so will. Oh, super. Nicht super. Sag mal, was kannst du eigentlich alles mit der Schwerkraft anstellen? Tja, zum einen kann ich fliegen. Oh, und Dinge bewegen, so als wären sie federleicht. Ja, das ist alles. Teleportieren oder dich ganz lang machen kannst du nicht. Ich bin keine Zauberin. Oh, naja. Nächste Szene. Vielleicht hätte ich bei meiner Antwort die Wahrheit ein bisschen manipulieren sollen. Nein, Kat, sonst wollen sie Dinge von dir, die du nicht kannst. Ah, das ist dann nicht so gut. Als nächstes muss sich die Heldin durch die Stadt kämpfen und dabei dem Giftgas ausweichen. Von überall her strömt Giftgas, also vorsichtig. Das Zeug ist echt. What the fuck? Echt? Der Regisseur will echte Emotionen. Keine Angst, es ist nicht tödlich. Und, wie sieht's aus? Kann sie ihre Gravitationskräfte jetzt benutzen? Oh, schön. Und Kamera. Die verlangen ihren Stars einiges ab. Meide das Giftgas auf dem Weg zum Ziel. Wenn du zu weit von deinem Kurs abweichst, muss die Szene neu gedreht werden. Ich glaube, die doch keine Kameras haben. Muss ich hin? Vorsicht vor dem Cat, springen! Okay. Gleich kommt ein Sprung. Ja.
Okay, ich muss mich wirklich ganz schön auf... Spring vor da runter! Okay. Ah, Igitts Giftgas. Jetzt über die Rohre. Nein! Schnell, 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 was machst du denn da? Oh Gott, es fängt an. Es fängt an. Gut. Okay, diesmal über die Rohre. Ah, ich darf von hier aus anfangen, oder? Ich finde einen Weg, um weiter vorzustoßen. Auf das... Das Scheißrohr, komm schon. Okay. Es hilft ja nicht, dass das so rutschig ist. Ich kann kaum atmen. Bin ich zu langsam? Ich werde irgendwie von gefühlt... Nein! Ah, jedem Giftgas getroffen. Ja, jetzt fängt sie da an. Oh Gott. Gut, aber... Wenigstens muss ich nicht immer alles von vorne machen. Das macht das Ganze... bisschen angenehmer. Nein, 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 nein! Das ist wie das Gleis aus dem ersten Teil. Vielleicht war das nicht die beste Nebenquest, um das morgen zu machen, aber hey. Let's do this. Ich kann ja auch etwas langsamer versuchen, da durchzugehen. Cut! Mit hohen Hacken und Rohren dingseln. Das ist auch eine Sache. So, mal das Giftgas. Okay, ich bin auf dem Rohr. Ich wurde zwar von Giftgas getroffen, aber... Schlimmeres. Okay, auf das Rohr. Ich will eigentlich nur die Szene schaffen. Und rauf auf die Dächer! Okay. Spring rüber, du bist fast da. Cat! Festhalten! Und dorthin? Ach du Scheiße. Nein! Oh Gott. Regisseur, warum darf ich nicht shiften? Das wäre doch viel cooler mit shiften. Oh. Oh Gott. Okay. Aber wir haben es fast geschafft. Einfach schön die Ruhe bewahren. Dann funktioniert das auch. Okay. So. Ist okay, Cat. Ist okay. Das Giftgas ist nicht super böse. Es raubt dir nur deine Lebensenergie. Okay. Auf das Dach rüber. Cool. Hier hin. Und hier hin. Kurzer Sprung. Und hier hin. Oh Gott, es geht weiter. War's das? Okay, das war gar nicht mal so schlimm. So, und? Wir haben's im Kasten, auch wenn es etwas langweilig war. Nur um sicher zu gehen. Ich bin auch diesmal der Star des Films, richtig? Hat der Regisseur gesagt, warum er mich wollte? Naja, du kannst viel einstecken. Aber er meinte auch, dass er Potenzial in dir sieht. Potenzial? Was? Oh, Sie wissen doch, dass ich das nicht erklären kann. Gut, gut, reden wir weiter. Ach, na los, was hat er gesagt? Ich werde noch wahnsinnig. Hoho. Viel einstecken, ja. So ein Stunt-Double muss man erstmal finden. In der nächsten Szene muss die Heldin von Boot zu Boot springen. Wenn sie über die Boote an Turm angelangt ist, muss sie mit einer Rolle drauf landen. Oh Gott. Okay, verstanden. Hey, willst du deine Schwerkraft-Manipulationskräfte nicht einsetzen? Das wäre viel einfacher und würde auch gut zur Szene passen. Sag auch dem Regisseur, dass es besser wäre. Aber mit Schwerkraftkontrolle wäre der letzte Sprung nicht sehr dramatisch. Die Zuschauer würden dann eh erwarten, dass ich den Sturz überlebe. Hm. Toll, verbündet euch doch ruhig gegen mich. Gut, gut, ich sehe, ich bin überstimmt. Machen wir bei der nächsten Szene weiter. War ich da etwa derselben Meinung wie der Regisseur?
Das war wohl das erste Mal, dass wir uns bei irgendwas einig waren. Ich muss so schnell den Tee austrinken. Sonst wäre der kalt geworden. Kalter Tee ist eklig. So, springe über die Luftboote, um dein Ziel zu erreichen und rolle dich am Ende ab. Wenn du fällst oder dich nicht abrollst, muss die Szene neu gedreht werden. Hey, Spiel. Wie rolle ich mich ab? Ich hab das vergessen. Das Boot kommt von links. Wuhu! Das... okay. Das machen wir nochmal. Ich muss ein bisschen mit ein bisschen mehr Anlauf drauf springen. Okay. Und... hepp. Das nächste Boot kommt bald. Und... super, genau so. Ach du Scheiße, es ist... das ist schon etwas schwieriger. Spring rund auf das Boot neben dir. Okay. Warte auf das nächste Boot und spring runter. Es ist da vorne. Okay, okay, das schaffen wir. Komm. Ich würde mal gerne den ganzen Film sehen, du Krankenschwester. Drücke Erze. Oh, danke, Spiel. Das Spiel ist lieb zu mir. What the heck? So, jetzt muss ich einfach nur... ich hab mich abgerollt. Du. Ich hab mich abgerollt. Ich bin da halt ein bisschen weiter Grutte gefallen. Passt die Boote genau, wenn er das abrollen. Ich... wow. So eine Fails sieht man nicht bei Let's Plays, die Postmortem, nein, nicht Postmortem, what the fuck, die zusammengeschnitten werden, damit alles perfekt ist. Nee, das ist live, actiongeladen und voller menschlicher Fehler, damit man auch denken kann, boah, die Person, die das spielt, ist auch nicht irgendwie so ein Übermensch. Okay. Das Boot... so, ich muss aber aufpassen, dass ich mit Cat da nicht runterprassel. Auf das nächste Boot. Das ist bisher sogar das Humanste. Das Abrollen, da muss ich irgendwie aufpassen. Aber ansonsten. Cat, bitte nicht runterfallen, ja? Okay. Und. Diesmal. Das war kein Abrollen. Es könnte ein bisschen dauern. Toll. Zeit, hier haben wir doch Zeit. So. Es wäre schon cool, wenn das Spiel sagen würde, ja, du schaffst es bis zum letzten Boot, lass ich dich da starten, aber... nein, 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 nein. Okay, gut, gut. Ich werfe das, dass ich da schnell durchkomme und dann mache ich Fehler. Nicht so geil. Hoffentlich passiert das heute im Chemiepraktikum nicht. Wobei, wir pipettieren eh nur was, damit wir Pipetten lernen, umzugehen. Jetzt ist der Sprung nicht gelaufen, super. Das Abrollen, mein größter Feind. Kann ich das eigentlich auch außerhalb von diesen Szenen machen, das Abrollen? Und erstes Boot. Und nein, Cat, nein! Wollte ich dich... es will irgendwie gerade nicht, oder? Hm. Mupf. Ich könnte natürlich einen Schnitt machen, I guess, aber... okay. Wir probieren es noch einmal. Und wenn es jetzt nicht klappt, dann mache ich einen kurzen Schnitt. Jetzt wollte der Sprung nicht. Okay, Leute. Wir sehen uns bei der Schlussrolle. Oh mein Gott, Leute. Ich habe es geschafft. Oh, meine Fresse. Das hat jetzt
20 Minuten gedauert, weil ich nicht konzentriert bin. Ganz auf am Rand gelandet, richtig dramatisch. Okay, das genügt. Danke. Weder du noch der Regisseur scheint zu begreifen, was wahres Entertainment ist. Geschichten und Beweggründe sind den Leuten Schnuppe. Sie wollen nervenzerreißende Action sehen. Oh, oh, ich glaube, der Regieassistent dreht durch. Schön, wie sie meinen. Nächste Szene. Was? Es gibt doch eine. Oh Gott. Das machen wir aber beim nächsten Mal, Leute, weil ich glaube, wir überziehen jetzt schon deftig. Wir können mal gucken, was sie dann von uns wollen. Und die nächste Szene. Wir sind mitten in der feindlichen Basis und die Heldin kämpft gegen die Iran-Armee. Da wurden ja jede Menge Statisten als Schurken angeheuert, was? Die Szene muss richtig actiongeladen sein. Mach es spannend. Ja, ich weiß, keine Gravitationskräfte. Eine Schande, es würde so toll zu dieser Schlüsselszene passen. Was? Wohl nicht gerade der beste Zeitpunkt, es zu erwähnen, aber irgendwas stinkt hier. Stinkt? Was für ein Gestank. Giftgas? Oh, wegen des Giftgases. Das ist bloß harmloser Rauch sein sollte. Die Typen, die es uns gemacht haben, waren etwas zwielichtig. Moment, war? Oh, nee, wie? Das ist doch mal eine coole Schlussszene. Nevi, alle Entdeckung, ich erledige sie. Was redest du da? Das ist unsere große Chance. Weiter drehen. Das ist so gefährlich. Die Crew muss sich in Sicherheit bringen. Wir schaffen das. Wir filmen aus sicherer Distanz. Was macht es, wenn die Story keinen Sinn macht? Halten Sie sich da raus. Wir können so tolles Material nicht vergeuden. Nur zu, nutze deine Gravitationskräfte, drehen wir eine Szene, die alle vom Hocker hauen wird. Gut, aber versprechen Sie mir, alle in Sicherheit zu bringen, wenn es gefährlich wird. Okay. Aber werden die Levi aber beim nächsten Mal besiegen. Also, vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Really schade, dass wir das jetzt nicht durchkriegen, aber ich muss zur Uni. Also, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.